Wo bist du jetzt genau gerade? Gerade bin ich in Köln, weil ich Termine in Düsseldorf habe. Deswegen, aber normalerweise bin ich in Berlin, Ja. wo wir in der Friedrichstraße mittendrin im Herzen von Berlin sitzen. Und erst habe ich gedacht, die Gegend ist mir vielleicht ein Ticken zu spießig, sage ich mal, Ja. für Berliner Verhältnisse. Aber ich muss sagen, ich finde es richtig schön, so geschmeidig direkt am Gendarmenmarkt zu sitzen. Und das ist, also ich finde das sehr sexy, ja. Ja. Aber jetzt heute musste ich einen Ausflug machen, weil ich, wie gesagt, Termine in Düsseldorf habe. Und insofern hat es mich jetzt mal wieder ins Rheinland verschlagen, wo ich aber auch wahnsinnig gerne bin. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bist du gern unterwegs oder doch lieber Berlin? Ich bin total gerne unterwegs. Also ich mag Berlin unheimlich gerne. Ich habe viele Jahre, ich sage jetzt mal, in kleineren Städten verbracht. Stuttgart war ich auch, das meinte ich, ist aber gar nicht mehr klein, aber ich war sehr lange in Baden-Baden und komme selbst aus einem Ort im Schwarzwald. Da ist natürlich Berlin das totale Kontrastprogramm und das schätze ich auch sehr gerne. Ich habe es nicht so mit Karl Lagerfeld, der ja sagt, wenn man eine Jogginghose trägt, hat man die Kontrolle über das Leben verloren. Ich schätze das sehr, über den Markt laufen zu können, auch mal mit einer Hose, die nicht so durchdacht ist und nur eine graue Jeans ist, Jogginghose. Und insofern, das mag ich sehr, diese Mentalität und auch, dass es einfach wahnsinnig pulsierend an jeder Ecke ist. Ja, das ist Berlin. Aber ich bin trotzdem gerne auch nicht in Berlin. Vor allen Dingen gerne in Köln. Ich mag das Rheinland unheimlich gerne. Ich habe in Düsseldorf studiert. Ja, schön. Ja, erstmal vielen Dank auch, dass du jetzt hier im Markenrebell Podcast bist, Felicia. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal so ein bisschen über die Podcast-Branche, aber auch vor allem so über deinen Lebensweg sprechen. Ich finde, du bist eine ganz spannende Persönlichkeit mit den Projekten, die du in der Vergangenheit schon gemacht hast. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert vorher. Und bevor wir so richtig loslegen, würde ich dich bitten, vielleicht kannst du ein bisschen was so über dich als Privatperson erzählen und was genau dein Business ist heute. Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ist total schön. Gerne. Ja, also ich fange mal beruflich an. Da mache ich Podcasts. Ich moderiere. Ich entwickle Visionen. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Ich bin auch noch irgendwie so ein bisschen Journalistin. Also ich sage immer noch so ein bisschen, weil immer dann in dem Moment, wo du eben sehr nah mit Marken arbeitest, was wir jetzt mit Achtung Broadcast auch tun, oder auch davor habe ich das mit Straight schon gemacht. Da schwappst du dann immer zwischen Aktivistin, Unternehmerin und Journalistin irgendwie so in allen Gebieten herum. Aber ich mache alles total gerne. Und ja, privat spiele ich unheimlich gerne alles, was einen Ball hat. Also Tennis, Fußball. Und Tatsächlich. ja, eigentlich bin ich total glücklich, wenn man mir einen Ball in die Hand drückt, kann man mich total gut beschäftigen. Also ich stelle das immer wieder fest. Ich kann auch wirklich an keinem Ball vorbeilaufen. Wenn man irgendwie durch Kaufhof läuft oder gerade bei Decathlon, dann laufe ich auch echt immer zu den Ballabteilungen und ich rieche dann auch immer einen Ball. Also ich nehme die in die Hand und drücke die so ein bisschen und ja, das gibt mir ein gutes Gefühl. Was hat dich geprägt? Ball? Ich glaube tatsächlich, dass mich auch Bälle geprägt haben, weil ich schon seit meiner Kindheit einfach Ball spiele. Also ich habe auf der Straße so ganz klassisch als Straßenfußballerin angefangen. Und das hatte noch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich auch eher so ein kleines Jungsmädchen war. Also man konnte mich nie so richtig verorten. Ich kenne schon seit frühester Kindheit das Problem, dass immer alle gefragt haben, oder nicht als Problem, aber dann eben gesagt, bist du jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Weil ich erstens eher wie ein Junge aussah und zum anderen auch alles gemacht habe, was man eher so Jungs zugeschrieben hat, nämlich den Ball hinterher zu rennen. Und insofern, glaube ich, war das schon unheimlich prägend, also auch durchaus so mein Ding zu machen. Also ich war schon früh ein bisschen verhaltensauffällig, habe aber halt immer so auch das gemacht, worauf ich irgendwie Lust habe, woran ich persönlich auch geglaubt habe, wo ich meinen Spaß empfunden habe. Das hat mir, glaube ich, auch immer dann auf beruflichen Wegen auch immer geholfen.
Ist auch interessant, dass man die Spielarten gerade so bei Kindern auch so junge Mädchen zuweist. Ne? Ja, ja, total, total. Und auch all die Farben, die Klamotten, das ist ja, ist ja heute auch ein großes Thema. Ja, ja, und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Was war deine Lieblingsfarbe früher? Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt ist sie schwarz, das kann ich sofort beantworten. Und das in allen Konsequenzen. Und sehr ausdauernd seit vielen Jahren. Aber damals würde ich vielleicht blau sagen. Ja, siehst du, du bist ein Junge, ich sage auch blau. Ja. Ja, weißt du, was lustig war? Ich bin letztens unterwegs mit meiner Frau und unserer kleinen Tochter, 9 Monate alt, von Kopf bis Fuß pink angezogen, also moderat, ja, jetzt nicht so schreiend, aber moderat. Und wir werden angesprochen, wie denn unser Kleiner heißt. Ja, okay, und dann? Ja, dann habe ich erstmal erklärt, dass dieses Farbensemble, also es gibt dann schon auch Leute, die das nicht sofort assoziieren, ja, das ist interessant. Ja. Ja, die Farbe mit dem Geschlecht, interessant. Ja, und war das letztendlich, ich meine, du bist dann auch Sportmoderatorin gewesen oder immer noch? War das letztendlich die Folge daraus, dass du gesagt hast, das hat mich schon immer fasziniert, also musste das auch irgendwie in die Richtung gehen? Also es waren jetzt weniger die Farben, ne? Natürlich ist es leidenschaftsgetrieben gewesen, dass ich in den Sport gewechselt bin, also durch einfach, weil ich, wie gesagt, ballverrückt bin. Ich will nicht sagen Baller, Baller, aber das kam dann eben, hat meine Mutter gesagt, als es darum ging, was könnte ich denn werden? Und ich dann irgendwie eigentlich mal dachte, vielleicht wird das Jura oder ich studiere BWL oder Sport. Und meine Mutter hatte immer so ein bisschen Sorge um den Leistungssport, den mein Körper nicht aushalten könnte, weil ich hatte früh vom Tennis irgendwie Rückenprobleme etc. pp. Und war so typisch mütterlich eben Leistungssport. Dürfte es niemals werden, aber werd doch Sportjournalistin, weil ich auch schon, das ist vielleicht auch noch, ich hatte schon sehr früh ein sehr hohes politisches und Verständnis und immer Gerechtigkeitssinn und meine ersten großen Tätigkeiten waren an der Schreibmaschine von meiner Mutter Artikel zu schreiben und in meiner Schulzeit war ich auf investigativer Recherche zu Scientology unterwegs, also ich hatte immer so ein bisschen ja, solche Ansprüche. Und meine Mutter hat das dann einfach irgendwie alles so zusammen, hat gesagt, werde doch Sportjournalistin. Und dann bin ich tatsächlich bei der Bayerischen Zeitung im Sport gelandet, was dann eben in der Moderation beim SWR nicht geendet hat, sondern dort dann sozusagen einen Höhepunkt gefunden hat, dass ich dort nach meinem Volontariat als Sportmoderatorin angefangen habe. Ja. Also kamen viele Aspekte zusammen, ja. Ja, und du bist, ja genau, du bist auch in der Medienbranche super vernetzt, hast meines Wissens auch einen eigenen Verlag, kann man das so sagen? Genau, ich habe ein kleines Medienhaus selbst gegründet, ja. Chaka Boom. Chaka Boom finde ich sehr cool. Genau, dieser Name von Chaka, yes. Genau. Na? Eine Mitgründerin hatte diesen Namen auserkoren, weil ich immer Chaka Boom gesagt habe und ich fand den dann richtig gut. Ja, und das habe ich gemacht, habe Print publiziert, auch gehöre durchaus zu einer der ersten Podcasterinnen in Deutschland. Also mein Konzept habe ich geschrieben, bevor dieser Hype war, nämlich schon 2015, 2016. Hatte dann nur eine Weile gedauert, bis das überhaupt unter die Leute dann gekommen ist. Und da haben auch tatsächlich Plattformen, die heute sehr auf Podcasts setzen, dann auch so ein bisschen abgewunken und nicht so das richtige Thema für uns oder überhaupt nicht ein Thema für uns. Wir setzen lieber auf Musik und hatte dann Gott sei Dank mit Audible dann den ersten Partner gefunden. Und dann auch den Release 2017 gehabt. Das war großartig. Aber so haben sich die Dinge dann irgendwie gefunden. Und ja, der Ursprung lag dann in meinem Verlag, den ich 2014, 2015 gegründet habe. Super. Und mit Audible, das war im Grunde, ist der Podcast von euch, der Straight heißt, ne? Magazin genau, für Frauen, die Frauen lieben. Genau, da hatte ich nämlich, ich habe mich immer geärgert, in meiner Zeit eben als klassische Journalistin, wenn man zu Themen recherchiert, dass es zu diesem Thema, dass man, also ich glaube persönlich einfach auch daran, dass es gar nicht so eine exakte Festlegung geben muss. Das ist zwar auch schon ein bisschen überstrapaziert, alles ist so fluide und ich würde das auch überhaupt gar nicht allen Menschen überstülpen wollen, aber ich glaube, wir sehen heute auch in der Zeit, wo alles individueller wird, dass eben auch diese Prägung, welche sexuellen Präferenzen oder als welche Identität
man sich versteht, auch gar nicht so festgeschrieben sein kann. Und ich fand das Angebot auch gerade speziell für Frauen doch sehr überschaubar bis nicht vorhanden. Und deswegen habe ich gedacht, also wenn jetzt wirklich niemand was macht, das hat sich so über Jahre hinweg so bei mir so aufgetürmt, dann mache ich es jetzt einfach selbst. Genau, weil können tue ich es. Das wusste ich aber schon vorher, sage ich jetzt mal so selbstbewusst. Ja. Aber ich hatte da jetzt auch nicht unbedingt den Antrieb, da Gründerin von irgendwas zu werden. Also das muss ich wirklich zugeben. Ich war da einfach sehr themengetrieben, ne? Weil ich irgendwie dachte, das muss es geben. Und wirklich mit diesem Anspruch, das muss es geben. Ja? Also sehr idealistisch auch geprägt, weshalb ich das dann letztlich auch gemacht habe. Ja, ein wichtiger Beitrag, wie ich finde, einfach auch da dem Ganzen eine Stimme zu geben. Da sind wir eigentlich auch beim Thema. Ja? Also das ist das, was du auch gelernt hast, wo du auch herkommst, deine Medienkompetenzen gut einbringen kannst. Wie siehst du denn die Podcast-Szene so in Deutschland? Wenn du mal schaust, seit 2015, 16, wie sich das Ganze entwickelt hat, wo geht die Reise für dich hin? Was glaubst du? Also ich glaube, dass da eine große Reise noch vor uns liegt, weil einfach Podcast lange Zeit immer mal wieder auch thematisiert wurde. Also übrigens schon, also wenn man aus dem Journalismus kommt, so wie ich aus dem Rundfunkjournalismus, ist das Wort Podcast schon lange vorhanden im Zusammenhang mit dem klassischen Audioformat, also dass man Radiosendungen auskoppelt, längere Formate dann auch Podcast nennt, damit sie on demand eben abrufbar sind im Netz. Aber es hatte eben nicht diese Qualität, dass da das, also qualitativ war es schon immer sehr gut, was der Audiobereich, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da abgeliefert hat. Aber natürlich ist es immer, Journalismus kommt ja immer, mach dich nie mit einer Sache gemein, sei seriös, ordne ein und ist nicht so sehr auf dieses Personal Branding, was mehr aus dem Marketing-Sprech kommt, ausgerichtet. Glaube aber, dass dieses Personal Branding im Zuge von sozialen Medien einfach wahnsinnig an Gewicht gewonnen hat. Ne? Also jeder hat seinen Insta-Kanal, zeigt Bilder von sich, lässt sich kommentieren, baut da sein eigenes kleines Universum auf, sodass einfach auch eine Folge, es ist über ein Audio-Tool, über einen Podcast, sich Stimmen zu geben, vielschichtige Stimmen, das zu nutzen, weil es auch relativ unaufwendig ist. Also es ist, ein gutes Video zu machen, ist definitiv heute auch noch aufwendiger, ne? Trotz der Technik, die man eben so hat. Und ich glaube, dass da eine Riesenchance in der Einfachheit liegt, auch in dem, dass du irgendwie heutzutage so überströmt bist von medialen Einflüssen. Also ich muss manchmal sagen, ich kann gar nicht mehr auf mein Handy gucken, ja, weil ich visuell so überladen bin und habe auch überhaupt gar keine Zeit mehr, irgendwie mir lange Videos anzugucken. Und manchmal sind mir auch tatsächlich Texte zu lang. Ich persönlich lese sowieso eher noch ganz unklassisch gerne Printtexte. Also die Zeit am Donnerstag finde ich immer noch ein wahnsinnig schönes Leseformat zum Beispiel. Und eben, um auf Audio zurückzukommen, ich glaube, das ist durchaus was in den Zeitgeist einerseits reinpasst, dass dieser Markt, sage ich mal, viele Leute abholt in dem Interesse, das zu nutzen für eigene Botschaften, und zum anderen aber auch in einer Zielgruppe sehr gut genutzt werden kann, weil es eben beiläufig ist. Es ist ein Sekundärmedium. Ich kann es mir aufs Ohr machen, wenn ich beim Sport bin. Ich kann es auf der Bahnfahrt hören oder im Badezimmer. Also ich finde, so die Anwendungsgebiete sind halt einfach richtig gut, weil sie nicht mich so total an irgendwas knebeln. Also ich muss nicht vor der Klotze sitzen, ne? Ja, und das ist, oder vor dem Rechner oder wo auch immer, oder aufs Handy eben starten. Da sehe ich einen riesen Mehrwert, der auch noch an Relevanz gewinnen wird. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass dadurch durch den Gewinn von Relevanz und die Entdeckung von diesem Kommunikationstool dann einhergehend natürlich auch die Angebote sich verändern und ja, da viel mehr Player da noch mit dabei sind und partizipieren wollen. Ja, ja, vor allen Dingen aus Sicht der Markenführung völlig unbeachtet einfach in den letzten Jahren oder überhaupt generell das Thema Soundbranding. Also dass das, wenn wir über Soundbranding in der Vergangenheit gesprochen haben. Seitenbacher Müsli. Genau, ja. Einmal das. Oder das Jingle von der Telekom hat man dann irgendwie im Ohr. Ja, also die
die paar Sekunden, aber das Ganze wirklich Thema Content Marketing, also das wirklich auszudehnen oder die Story weiterzuerzählen, ja, als ergänzendes Medium in den Vermarktungs- oder Kommunikationsmix zu integrieren, das ist bisher noch wenigen Unternehmen gelungen. Richtig, sehe ich genauso. Und deswegen bin ich total froh, dass wir jetzt auch Achtung Broadcast gegründet haben. Also mit Achtung einfach einen Big Player zu haben, der sehr markenverbunden natürlich ist, mit vielen Unternehmen arbeitet, dort tolle Kommunikationskampagnen entwickelt. Und dass man da auch sagt, ein Strang ist eben auch Podcast. Mhm. Bin ich unheimlich dankbar, dass auch Mirko Kaminski, der Gründer und Inhaber von Achtung, ein Radioherz hat und wir uns da wirklich auch begegnet sind. Also das ist ja auch immer so eine glückliche Fügung. Ich habe eine Freundin von der IFA, die ihn eben kennt und die gesagt hat, ey, mein Gott, ihr beiden müsst mal miteinander reden. Ihr klingt so ähnlich an so vielen Stellen. Und das war also wirklich, also dass wir uns da beim Mittagessen begegnet sind und da wirklich dieses Match hatten, war unglaublich toll und fühlt sich auch jetzt noch immer richtig gut an, weil er natürlich auch noch mal mit einem anderen Auge auf Audio guckt, als ich es tue. Ne? Total inhaltsgetrieben kommt, aber doch mit dem Auswüchsen durch eigene Brandings und einer, ich sage jetzt mal, auch permanenten Selbstvermarktung und in der Zusammenarbeit mit Marken. Und er aber mit noch mal, ich sag jetzt mal, nochmal mit einer Metaebene drüber als Unternehmensinhaber einer großen Agentur. Ja. Ich habe das ja auf LinkedIn gesehen, eure Meldung, und deswegen auch gleich Kontakt aufgenommen und dich eingeladen hier zum Interview, weil ich das einfach super wichtig finde, wenn die Podcast-Szene in Deutschland vorankommen will, dass dann genau solche Unternehmen gestartet werden, wie ihr das getan habt. Was plant ihr genau mit Achtung Broadcast? Also gibt es da eine Strategie, irgendwie so eine Vision, wo die ganze Reise hingehen soll? Ja, also wir haben natürlich eine Vision, aber ich habe auch gelernt, dass es natürlich immer auch darum geht, ein Stück weit flexibel das Ganze zu handeln. Aber man kann es natürlich kurz und knapp zu Ende, also sagen wir mal, unsere Vision benennen. Das ist, wir sind eine vollumfängliche Produktionsfirma, Agentur, das darf jeder irgendwie nennen, wie er möchte. Also wir nennen uns selbst eigentlich Spezialagentur für eben das Audioangebot, das sich vor allen Dingen an Unternehmen richtet, weil wir eben die Zusammenarbeit mit Unternehmen als große Chance sehen, dass da auch Marken echt tolle Formate entwickeln können. Und das wollen wir eben machen. Und das fängt an natürlich mit, dass wir ein Konzept erarbeiten mit allen vorhergehenden Analysen und die Produktion dann abwickeln bis hin zur Vermarktung, Distribution, alles, was da dazugehört. Das können wir alles machen. Wir sind an der Stelle vor allen Dingen sehr offen für Formate, die nicht immer nur Talk-Formate sind, auch wenn wir jetzt hier irgendwie gerade miteinander sprechen. Das hat natürlich auch immer alles seine Berechtigung. Ich finde das auch gut. Ich selbst mache Talk-Formate und habe sie gemacht und will auch gar nicht so dagegen sprechen. Aber wir glauben eben, dass da noch viel mehr möglich ist und dass auch gerade Unternehmen gut daran tun, sich da auch auf andere Pfade zu bewegen, auch gerade um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich glaube, dass eben das Feld im Talk schon relativ gut bestellt ist. Ne? Da gibt es solche Podcasts, wie du ihn machst, aber auch noch viele andere. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder so Perlen wie Paardialogie zum Beispiel, gerade mit oh Gott, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Mit Charlotte Roach natürlich, was immer mal wieder auch gut funktioniert, wo ein Format so angelegt ist, weil da aber auch ein Thema ist und weil da wirklich jemand drauf sitzt, der das gut kommuniziert. Ich will das Marken gar nicht absprechen, aber ich glaube, dass, um auch relevant zu werden, es total gut ist und günstig in Deutschland in andere Genres auch irgendwie reinzublicken. Also sich Features, Dokumentation, Reportagen, auch Shows mal irgendwie genauer anzugucken, was irgendwie passen könnte zu dem Thema, dass man sich natürlich vorher genau überlegt haben muss, wie immer bei der Kommunikation, was will man denn eigentlich für eine Botschaft senden und an wen soll sie gehen, aber das gut ausarbeiten kann. Und dafür wollen wir mit Achtung Broadcast
ein guter Partner sein, da Ping-Pong zu spielen und das dann eben gemeinsam zu entwickeln. Wir sind wahnsinnig gut vernetzt. Also ich bin zu den Plattformen hin gut vernetzt. Ich bin aber auch mit so vielen tollen Podcasterinnen und Podcaster verbandelt, Drehbuchautorinnen und Autoren und also Regisseure und natürlich auch klassisch Leute, die Audioformate entwickeln und auch abwickeln können. Also dazu zählen natürlich Journalistinnen und Journalisten, Producer, Producerinnen und ja, ich glaube, das ist einfach so wahnsinnig gut, das alles zusammenzubringen und dann noch das Achtung Markenauge damit drauf, was wir eben auch anbieten können, ist, glaube ich, ein großer Fit auch das, was wir Unternehmen und Marken anbieten können. Aber darüber hinaus, und das muss ich natürlich auch sagen, ist es für uns auch wichtig, einfach total schöne Podcast-Produktionen, Audioproduktionen anzuleiern, ganz unabhängig davon, ob da ein Unternehmen hinten dran steckt. Das können wir uns nicht so oft erlauben, weil es natürlich darum geht, Geld zu verdienen in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, aber uns auch immer wieder Perlen für tolle Formate rauszusuchen. Also das ist ein absolutes Anliegen und da sind wir auch gerade schon mittendrin. Ja. Ich denke, das ist auch super wichtig, was du gerade gesagt hast und für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier zuhören, auch ein guter Hinweis, dass genau, wir brauchen eben nicht die 25.000. Talk-Podcast-Staffel, ja, sondern wir brauchen mehr Kreativität in den Formaten. Also ob das Reportagen sind, ne, ob das irgendwelche Spezialshows sind, weil oftmals, das merke ich zumindest in den Beratungen, die ich bei Unternehmen habe, ist der Gedanke, okay, Podcast, muss ich dann jede Woche einen rausbringen, muss ich kontinuierlich neuen Content produzieren. Also man kommt gar nicht so ganz auf die Idee, weil es auch noch zu jung ist, das Thema, dass das einfach auch eine Staffel sein kann. Ja, vielleicht gerade für den Anfang. Und vielleicht hast du eine Idee, wie ich mich als Unternehmen dem Thema Podcast als Audiomedium überhaupt nähern kann, um da einzusteigen. Naja, eine Idee ist ja immer, dass man sich Podcasts anhört von anderen Unternehmen. In den USA ist ja durchaus, ist das ja schon viel mehr etabliert, dass man sich da auch draufsetzt. Und an sich ist, glaube ich, kann man sich selbst mal überprüfen, indem man mal anfängt, einfach Audio zu hören. Also wenn Entscheiderinnen und Entscheider sich einfach mal hinsetzen, sich mal aussuchen, zu welchen Themen. Es gibt ja, die Themenvielfalt ist ja riesig, die man jetzt auf Spotify oder auch auf Audible oder Deezer oder wie die Plattformen denn alle heißen, zu finden sind und sich da mal auch mal ein Genre auszusuchen. Und wenn man mit Unternehmen natürlich spricht und da ein klares Angebot dann nach diesem, möglicherweise, wenn eine Grundbereitschaft da ist, einfach mal die Vorteile aufzählt. Ja, habe ich jetzt vorher, haben wir schon davon geredet, was ich immer irgendwie so toll finde am Podcast, ist einfach, dass es ein Sekundärmedium ist. Und wenn du es schaffst, ein gutes Thema auch drauf zu setzen, dann gehen Leute da auch selten weg. Es ist ja erwiesenermaßen so, dass auch in Podcasts, das wirst du auch kennen, kaum jemand die Werbung wegzappt, wie bei anderen Medien. Ne? Ja. Das ist eine Riesenchance, da auch einfach auch Beachtung zu finden. Und das ist ja am Ende des Tages durchaus eine sehr relevante Qualität und auch Awareness für Themen dadurch geschaffen werden können. Und das ist ja durchaus ein Anliegen. Also da gibt es diverse Ansatzpunkte, die ein Unternehmen auch für sich nutzen kann. Oder beim Recruiting, warum muss eine Stellenanzeige, sage ich immer, noch so alt hergebracht, irgendwo gedruckt, irgendwo stehen oder in einem Blog schwer auffindbar sein? Wieso nicht einfach einen Recruiting-Podcast zu machen oder fürs Intranet zu nutzen für eher boring Themen, die eh keiner durchlesen will, aber die dann wenigstens als Audio zu nutzen, dass man sich das morgens beim Pendeln vielleicht aufs Ohr setzen kann, was man unbedingt hören muss, ne? Das, wenn das in anderer Form irgendwie abrufbar ist. Also ich glaube, da sind die Felder, die man als Unternehmen dadurch bestellen kann, unheimlich groß. Die Bereitschaft muss natürlich geweckt werden, eben indem man sich darauf auch einlässt, dass das ein gutes Tool ist. Das kann man, wie ich gemeint habe, manchmal durch Beispiele, die man entweder dem Unternehmen mit reingibt, guck mal, das ist Best Practice hier, das klingt doch total gut, wäre das nicht was für euch? Oder auch mal
selbst da zur Erforschung eben anregt. Also das sind so so kleine Mittel und dann natürlich auch, wenn man dann im Gespräch ist mit den Unternehmen, dann hat man ja alle Chancen, wenn da eine Grundbereitschaft vorhanden ist, dann die Vielzahl an Vorteilen, die in diesem Medium liegen, aufzuzählen. Ich halte übrigens auch das Komplexe, das sich darstellbar ist über Audio, auch nicht zu unterschätzen, weil man einfach auch ein bisschen Zeit hat. So ein Werbespot, wie lange dauert der, ne? Wenn ich bei Video irgendwie sowas abrufe, natürlich kannst du da mal irgendwie so einen Hit schaffen, aber ich glaube, um wirklich nachhaltige Botschaft zu setzen oder wenn ein Unternehmen wirklich sagt, okay, wir sind total unbekannt mit irgendeiner Produktkette, ne? Sich dazu ergänzen, einen Podcast einfallen zu lassen, halte ich für wahnsinnig clever. Ja. Ich würde mir da mehr Kreativität wünschen, gerade was die Werbung angeht, weil einfach nur so eine Radio-Werbung in Podcast zu hängen, ist jetzt für mich so ein bisschen plump. Also da wäre für mich einfach die Frage, und das ist eigentlich auch noch ein Forschungsfeld, das kann man noch gar nicht sagen, was da genau funktioniert, und für jedes Unternehmen, für die Marke funktioniert sicher anders. Aber da zu überlegen, wie kriege ich das Engagement hin, weil ich habe ja den Medienbruch, ja, ich muss ja irgendwie von demjenigen oder derjenigen, die gerade den Rasen mäht, ja, muss ich ja dann es schaffen, das so spannend zu gestalten, dass in den Shownotes geklickt wird und eine Website besucht wird beispielsweise. Also da müsste, glaube ich, noch viel mehr Feldversuch stattfinden, als irgendwie nur den Werbespot abzugeben bei irgendeinem Podcast und zu sagen, hier, mach mal für mein Unternehmen eine Werbung. Ja, also mehr. Genau, ich glaube auch, also du musst es am Ende des Tages natürlich viel, viel größer denken. Also erstens, also da kommt noch ein Aspekt hinzu, dass ich glaube, dass sich das auch nochmal verändern wird, welche technischen Möglichkeiten noch hinzukommen, also Sprachsteuerung, welchen Wert Stimme insgesamt noch hat und wie wir da auch oder wie der Markt noch partizipieren können, dass sich das dann auch irgendwie niederschlägt in der Integration. In Audios generell. Also, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und der andere ist, dass man natürlich auch so ein Audio-Piece, ne? Also ein Podcast, niemals nur als Stück für sich eigentlich sehen darf, sondern das viel größer denken muss. Ne? Ja, genau. Ob man das dann über ein Hashtag weiterdenkt, ne? dass man sagt, daraus leitet sich dann die nächste Kommunikation ab oder wirklich auch da ein bisschen kreativer mitarbeitet, ob man wirklich für Podcast, die Podcast-Zuhörerschaft dann noch Pluspunkte liefert im Sinne von tatsächlichen, das ist jetzt auch noch nicht die große Errungenschaft, aber mit Codes arbeitet, Rabattierungen auf Produkte etc. pp. Aber was ich sagen will, also ich glaube, man muss es insgesamt auf jeden Fall strategisch durchdenken, und das impliziert nicht nur ein reines Audioformat, ja. Sondern all das, was da dazugehört, und dass es am Ende auch wirklich Sinn hat, was man da tut. Ja, super wichtig. Also das einzubetten tatsächlich in die vorhandene Kommunikation von Marken und das nicht als solitär zu betrachten. Absolut. Weil alleine funktioniert der Podcast einfach nicht. Ja. Richtig, also du musst ja Leute da irgendwie hinführen, und du kannst aber auch, ich meine, angefangen von kurzen Teasern, die man aus dem Audio nehmen kann, bis hin zu Audiogramm etc., ist ja schon vieles, was ja auch jetzt schon genutzt wird, aber ich glaube, auch da geht noch viel mehr, und gerade für Unternehmen, die durchaus auch das angegliedert an eine größere Kampagne irgendwie machen, liegt ja auch kann sich das einfach wunderbar hineinergänzen, ja. Ja, das ist auch meine Erfahrung, dass Podcasts genau dann nicht funktionieren, wenn man sagt, ich will eigentlich nur einen Podcast haben und zeigt mir nur, wie Podcasting geht. Ja, genau. Wenn es eigentlich kein Markenpodcast am Ende als Resultat ist, also integriert in meine Kommunikationsstrategie, sondern wenn es nur darum ging, wie muss ich das Mikro einschalten oder wo publische ich das Ganze. Ne? Also es geht viel weiter. Genau, da sind wir auf einer Linie. Und was ich auch immer so wichtig finde, auch was für Unternehmen so relevant ist, irgendwie auch zu gucken, es gibt ja Podcasts, die gibt es, die sind auch inhaltlich gar nicht so schwach, sondern haben durchaus, die könnte man sich sehr gut anhören. Aber ich glaube, manchmal sind die dann sozusagen auch schon wieder zu überproduziert. Ne? Also ich denke da zum Beispiel
finde ich total toll, dass Audi einen Podcast auch hat, aber den finde ich fast ein bisschen zu drüber, also, ne? Hm. Wenn ich mir den anhöre. Und ich glaube, dass eine riesige Chance auch ist, wenn da auch immer noch so eine persönliche Note eine Rolle spielen darf, ne? Wenn auch das Unternehmen es zulässt, auch an der Stelle ein bisschen nahbarer zu wirken. Mhm, ja. Also was ja auch Unternehmen machen, also absolut. Daimler zum Beispiel mit Headlights hat ja auch, bekommt das Host-Team einerseits aus dem Haus, ne? Sind keine fremden Leute, die dann das irgendwie machen, und darüber hinaus hast du eben dann auch ein vielstimmiges Orchester aus Leuten, die im Unternehmen eben in anderen Funktionen auch arbeiten. Also da kommt viel zusammen. Finde ich persönlich halt einfach, ist individueller als irgendwie so eine neutrale Sprecherstimme, die dann irgendwie alles so glattbügelt, ne? Ja, absolut. Man am Ende dann gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich ist. Und ich glaube, da müssen sich Marken aber auch irgendwie neu drauf einlassen, ne? Weil da gibt's ja dann immer auch die ganz großen, es darf nur so und so sein, ne? Und im Prinzip muss man ein bisschen lockerer werden. Mhm. Und lockerer wird man ja auch, wenn man ein bisschen mutiger ist. Und das ist wirklich, das klingt immer so ein bisschen so, wie so ein abgetroschenes Credo, aber daran entscheiden sich so viele große Dinge, ob man ein bisschen mutiger ist oder eben nicht. Wie immer im Leben. Ja, also total. Ja, eben, deswegen sage ich, es ist ein bisschen abgetroschen, aber da liegt halt sehr viel Wahrheit drin. Ja, das stimmt. Was mich vor allen Dingen fasziniert zum Thema Mut ist, um eine Prozentzahl zu sagen, also ich würde mal sagen 95% oder sogar noch höher, 95% der Anfragen, die ich bekomme, kommen von Frauen. Echt spannend, unfassbar. Ja. Also ob das jetzt Startups sind, Gründerinnen sind, ob das jetzt Unternehmerinnen großer Unternehmen sind, Aufsichtsräte, es ist erstaunlich, dass es, also wirklich, also jetzt kann ich jetzt nur von meiner kleinen Mikromarktstudie berichten, es sind fast ausschließlich Frauen, die sich für das Thema interessieren, die offen sind und die den Mut haben, vor allen Dingen selbst sich ans Mikro setzen zu wollen. Das ist echt spannend. Also. Ja, da kann ich jetzt da in, was die Arbeit bei Radio und Broadcast betrifft, noch nicht so wirklich jetzt unterstützend oder dagegen reden. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen machen werdet. Aber so von Mut und so weiter, also jetzt klingt wahrscheinlich auch total abgedroschen, aber ich muss wirklich sagen, mit Achtung und mit Mirko Kaminski und Thorsten Beckmann, also ich habe so in den vergangenen Jahren mit ganz vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, komm, lass uns irgendeine Idee verwirklichen oder was auch immer, ne? Mhm. Und das muss ich nur sagen, das sind mit die Mutigsten, die auch wirklich so die Ärmel hochkrempeln, und wir machen das jetzt einfach auch an Visionen glauben, ne? Mhm. Auch ein bisschen wagemutig. Das finde ich großartig. Das sind wiederum Männer, wollte ich nur sagen. Ja, die packen wir mit rein in den Topf. Das sind die 5%. Die packen wir mit rein, genau. Das sind die 5%, genau. Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden Jungs und du natürlich auch mit Achtung Broadcast absolut belohnt werden. Ihr seid die Pioniere, ja, auch wenn die, ist ja schon die dritte Podcast-Welle, über die wir reden. Es gibt noch eigentlich nur so ein unbestelltes Feld, und das wird 100% erfolgreich. Das ist die Aktie, auf die ich voll setze. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ich habe noch so eine kleine Q&A-Session. Bevor wir da einsteigen, also ich stelle dir dann so ein paar Fragen ganz wild und du antwortest am besten so in einem Wort oder einem Satz. Bevor wir da einsteigen, hatte ich noch die Frage an dich. Zeichnet sich jetzt, ich meine, ihr habt jetzt erst angefangen, glaube 1. August war jetzt euer Start dieses Jahr mit der Agentur. Lässt sich schon was absehen, dass ihr schon, oder könnt ihr schon was verraten, den einen oder anderen Kunden, den ihr schon als Auftraggeber habt? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt total überfragt, ob wir Kunden nennen dürfen. Es gibt schon Kunden, ja, das ist die schöne Nachricht. Nur, ich glaube, die Nennung lasse ich jetzt einfach, weil das noch zu früh ist, ja. Genau. Das wird man dann schon mitbekommen, wenn wir dann da sind. Und ich kann sagen, die Nachfrage gibt es, das ist schön, und deswegen kannst du weiter die Aktie kaufen von uns, genau. Ich bin da sehr optimistisch auch und würde mich auch selbst kaufen.
Also die Aktie. Ja. Und was ich nur auch merke, ist so in der Zusammenarbeit in Deutschland sind wir alle wahnsinnig eben Talk geprägt. Ne? Also jeder, der irgendwie jetzt so da denkt, lass uns einen Podcast machen, sind erstmal so ein bisschen mehr auf Talk aus. Und ich bin total happy, dass ich gerade gestern mit einem Unternehmen gesprochen habe, die Offenheit für alles signalisiert haben, mit denen wir über ein ganz anderes Format gesprochen haben. Und das ist dann persönlich für mich immer so Triumph. Dann sage ich so, yes, das ist genau, so ist es super, so hätte ich das gerne. Aber natürlich geht es auch immer darum, also ich will jetzt nicht auch so resistent gegen Talks sein und den Willen eines Unternehmens. Also man kann auch total tolle Talks machen und so flexibel bin ich nun schon auch, aber freut mich dann. Und das ist so das, ja. Also wir sind mittendrin am Werkeln und ja. Ich glaube, das wird sich auch abzeichnen. Ich meine, irgendwann wird Talk auch satt. Ja, also das will man dann nicht ständig hören. Man will dann auch anspruchsvoller produzieren. Ja, ist es halt ein super bequemes Format. Schau, ich lade dich ein, du produzierst den Content, wir sagen Tschüss und dann haben wir eine tolle Folge produziert. Genau, und es hat ja auch seine Berechtigung. Also ja. Ich finde auch gar nicht, dass man sagt, ich glaube auch nicht, Talk hat schon immer gegeben. Menschen sprechen miteinander und das ist, da kann man auch wahnsinnig viel rausziehen. Also deswegen. Nochmal, ich selbst höre auch gerne Talk-Formate. Das ist schon, ich finde auch gar nicht, dass es sich jemals abschaffen sollte. Der Fernsehmarkt ist überströmt mit Talk-Formaten. Das hat schon alles seinen Grund. Ja, ja, und es ist auch eine sehr reine Form. Man kann Leuten da in direkter Art und Weise folgen. Ich glaube nur, es darf eben nicht das einzige Format sein, von dem man denkt, damit kann man Audio machen. Ja. Und man muss es ja auch sagen, es ist eben, du sagst, es ist bequem. Und das ist ja auch für viele, und so hat sich auch die Podcast-Szene ja auch erstmal entwickelt, dass es da ja auch überhaupt gar keinen monetären Rückfluss gab, dass es da auch überhaupt Geld zu verdienen ist. Das kommt jetzt ja erst. Also, und viele haben das ja einfach sehr hemmsärmlich gemacht. Und ich finde, das auch immer bekommt total viel Applaus, es einfach zu machen und zu sagen, Mensch, ich habe da jetzt Lust, einen Podcast zu starten, finde ich erstmal riesig und richtig gut. Deswegen sollte man das auch gar nicht so verteufeln. Ich glaube eben nur, Leute, die oder Unternehmen, die Geld haben, können mehr machen. Und da fallen mir für viele Unternehmen einfach richtig geile Formate ein. Und dann ist es einfach ein bisschen schade, wenn man dann am Ende des Tages einfach nur spricht, ja. Und ich glaube, damit kann man dann halt nicht immer den Mehrwert erzielen, den sich das Unternehmen dann auch erhofft. Und das liegt dann tatsächlich einfach daran, dass man das über einen Talk auch dann so nicht abbilden kann. Ja. Ja. Felicia, man hört ganz konkret raus, du brennst. Lichterloh für das Thema. Und also ich wünsche euch ganz viel Erfolg und würde mich total freuen, wenn wir nochmal ein Update machen können, vielleicht so in einem halben Jahr oder einem Jahr, um zu hören, wie es euch geht, was für tolle Sachen entstanden sind. Das würde mich total freuen. Ja, vielen Dank. Norman, sehr gerne und jederzeit. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir unsere Q&A-Session, dass wir hier noch im Rahmen der Zeit bleiben. Mit der ersten Frage, was ist deine Mission? Oh Gott, also jetzt ist es tolle Podcasts zu machen, die bemerkenswert sind und ja, an denen Leute im besten Fall Hörvergnügen haben, sich informiert fühlen, was für einen Smalltalk haben und von denen Unternehmen sagen, jawohl, sie haben genau das gebracht, was wir wollten. Sehr schön. Hast du ein Talent, meine Lieblingsfrage, hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Ja, also ich glaube, ich kann sehr gut eine Kürbissuppe kochen. Die gab es gestern bei uns. Ja, also mit mich, ja. Ich werde immer so ein bisschen, alle Leute denken immer, ich kann nicht kochen, aber ich kann zumindest manche Gerichte ganz gut kochen und das ist was zumindest schon ja so abgehakt wurde als gut. Und ich glaube, was auch wenige oder was mir viele nicht zutrauen, ich bastel manchmal unheimlich gerne. Das ist so Stempeln und mit so Texten und ich schneide da gerne aus und arbeite mit Fotos. Das ist was mir unheimlich viel Spaß macht. Habe ich viel zu wenig Zeit für, aber ist was ich, glaube ich, auch
ist ja halt doof so über Talente, aber das kann ich, glaube ich, relativ, kriege ich relativ gut hin. Also die sich beschenkt von mir, die schon haben beschenken lassen, die sagen, das ist okay. Sehr ja. Cool. Was ist deine geheime Zutat für die Kürbissuppe? Also ich weiß auch nicht, geheime Zutat ist wahrscheinlich, dass ich wirklich alles frisch dazu mixe, also auch das Suppengrün, also und wirklich auch immer, also ich kaufe nur Bio da ein, weil das ist wichtig und ich es einfach wahnsinnig gerne würzig mag, also ich scheue mich da nicht, sehr viel reinzukippen, sagen wir es mal so, ja, aber ich habe nicht so das... Also nicht das eine Ding, was ich dann so dazugebe und deswegen, okay. Schmeckt es so richtig gut. Ja. Also wieder die Ganzheitlichkeit macht es am Ende. Genau. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Das eine Wort? Ich bin froh. Bemerkenswert. Ja. Ja, schön. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, das Wort, ja. Welcher Moment oder Rat hatte für dich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Es sind mehrere Dinge. Darf ich mehrere nennen oder muss ich jetzt nicht auf einen? Nee. Also, mir hat mal ein Moderationscoach, der Jochen Sprenzel, liebe Grüße an ihn, beim RBB gesagt, gelassen und heiter, das bringt weiter. An das versuche ich mich oft zu halten, gelingt auch öfter mal nicht, aber das ist sowas, was mich sehr leitet. Und mein Patenonkel, mein Genny, hat mir erst vor kurzem mitgegeben, nochmal in Erinnerung gerufen, ey, du musst nicht alles wissen, du musst eben nur wissen, wo es steht oder jemanden kennen, der es weiß, dann ist alles gut. Und was mich wirklich auch zu einer Entscheidung gebracht hat, war eine sehr traurige Geschichte. Das habe ich mal, als ich beim SWR in der Maske saß und die Maskenbildnerin, mit der ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, sie mir eine kleine Geschichte über ihre beste Freundin erzählt hat, die viele Jahre sehr unglücklich in ihrem Beruf war, 14 Jahre lang es so ausgehalten hat, wo sie den Chef fürchterlich fand und die dann eine schreckliche Diagnose bekommen hat und die zu ihr als erstes gesagt hat, ich bereue, dass ich diesen Job nicht vor 14 Jahren schon aufgegeben habe und nicht was ganz anderes gemacht habe. Und das ist mir irgendwie so sehr, also das ist, hat sich sehr tief bei mir eingebrannt. Das ist auch schon total lange her. Und das hat mir irgendwie so klar mitgegeben, man muss was aus seiner Zeit machen. Ne? Ja, aber wertvolles Learning. Ja, absolut. Ja. Ja. Ja, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ach, herrje. Also, das ist, finde ich, jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich finde die alle schwierig. Ich bin froh, dass mir die keiner stellt. Ja. Ich würde sie am liebsten zurückstellen. Ich bin ja Journalistin. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, machen und mutig sein, das ist vielleicht das, was ich auf jeden Fall, also das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich in Kamikaze-Schritten Dinge gemacht habe. Nicht immer, es war nicht immer schlau, aber es war lehrreich. Ja. Ja, das ist, glaube ich, sogar wichtiger. Ja, aber gar nicht schleuer, ich würde trotzdem, also rückblickend würde ich mich jetzt persönlich auch nochmal anders beraten an 2, 3 Stellen. So, ja. Okay. Aber man kann, also es geht auch immer weiter. Also auch das ist so. Daran muss man irgendwie glauben und meistens geht das immer besser weiter, wenn man das auch irgendwie nicht immer, wenn man aufpasst, dass man trotz des Kummers oder so, den man ja mitunter auch einfach hat, wirklich versucht, das klingt auch immer so, also ich finde das immer so schrecklich, so Sätze selbst zu lesen, die dann irgendwie, dass man immer positiv bleibt, man ist nicht immer positiv. Also das muss man auch, finde ich, irgendwie ertragen können. Ja, deswegen, also ist es wichtig, da einfach auch einen guten Club um sich herum zu haben. Ja, von das, Menschen das Umfeld, an, absolut. Ja, genau, dass man da auch weiß, da hat man Menschen, auf die man zählen kann, weil ohne die ist auch überhaupt nichts möglich in keiner Art und Weise. Es ist ja nie irgendeine Ich-Show, von egal was man tut. Ja. Und diese Ups und Downs machen das Leben aus. Also nur positiv, was wäre das für ein Leben? Ja. Richtig. Ja. Sehr schön. Die nächste Frage, da geht es um Internetressourcen oder Mobile Apps. Hast du so 3 Tipps für uns, was du so verwendest an Apps oder Internet-Ressourcen?
Liegt ja natürlich nahe, dass ich so Audible, Spotify, Deezer, alles auf meinem Handy habe und weil ich einfach auch oft unterwegs bin und da wirklich ständig Podcasts höre. Also jetzt gar nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern einfach, weil ich es gerne mache. Mhm. Ja, und ich hab da noch Blinkist drauf. Oh, Blinkist, sehr cool. Mhm. Ja, das schätze ich sehr. Ja, welche App? Bright habe ich noch drauf. Um mein Englisch immer mal wieder ein bisschen aufzufrischen, wenn mir langweilig ist. Ja. Cool. Ja. Ansonsten natürlich alle Apps, die man so brauchen kann, die informieren. Ne? Was ist denn so die kommunikativ am stärksten verwendete App von dir? Ist es sowas wie ein Chat, also WhatsApp oder E-Mail? Ja, also ich kommuniziere schon sehr viel über WhatsApp. Ah, okay. Ja, okay. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Was war für dich ein Buch mit dem größten Mehrwert, an das du dich erinnerst? Oh, das ist jetzt, also ich halte mich jetzt natürlich im beruflichen Bereich auf. Ich habe Radikal Führen von Sprenger gelesen und fand das richtig gut. Das ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich mal den Buchtipp bei einer Veranstaltung bekommen, ist auch beide schon sehr lange her, aber die habe ich tatsächlich, die beiden Bücher habe ich so aufgesogen, Geh niemals alleine essen. Sehr cool, ja. Ja, lustigerweise habe ich das dann mal einem guten Freund empfohlen, habe das so angepriesen, damals so, super Buch, ne? Und dann war der total enttäuscht, weil er sagte, also, na, es ist doch irgendwie alles klar, was da drin stehen würde. Und für mich war das aber halt bewusstseinserhellend. Ich weiß auch nicht, also mir hat das geholfen und seitdem ist es auch wirklich so, dass ich versuche auch immer mit Leuten mich zum Lunch zu verabreden. Mhm. Also, ja. Und, coole Idee, ja. Sehr cool. Super. Vorletzte Frage. Jetzt weißt du ja selbst, ein Podcast ist natürlich in gewisser Weise auch eine Bühne. Wer wären so die drei Empfehlungen von dir, die du jetzt hier für die Markenrebell Podcast Bühne aussprechen würdest? Wen würdest du hier gerne mal hören? Also, es ist arg cheesy, wenn ich jetzt sage, Babette Kemper von Achtung Mary und Tina Krane von Achtung Engage. Weil das sind beides tolle Frauen. Wir waren neulich zusammen auf Klassenfahrt in Sylt und mussten uns ein Jugendherbergszimmer teilen. Und die machen total spannende berufliche Unternehmungen, eben alles Gründerinnen im digitalen Bereich und wahnsinnig smart und dazu obendrein sehr, sehr lustig. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, das könnte unheimlich interessant werden. Ja, und, das ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich mag auch noch, also klingt es Max Ströbel, der kreative Kopf ist, der strategische Kopf von Achtung, der ist auch so smart, so schön geistig. Also ich habe ja die Menschen alle erst kennengelernt, ne? Deswegen kann ich noch total sagen, ich könnte denen stundenlang zuhören, könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht. Ja, das sind so sehr aus dem Inner Circle. Oh Gott, ansonsten, ich bin halt natürlich sehr interessensgetrieben von meinen grundsätzlichen Themen, die mich sonst so begleiten. Sport, Frauen, gibt's Diversity. Gibt es aus dem Sport jemanden, wo du sagst, Thema Marke, Branding, Personal Branding? Du könntest mal Bibiana Steinhaus einladen. Kannst du mal beim DFB anfragen, ob sie dir die Steinhaus mal geben? Würde die auch gerne mal sprechen. Ich habe ja auch noch so einen Sports Idols Podcast, der aber gerade noch in der Sommerpause ist, weil es einfach zu warm ist, um noch freiwillig und in der Freizeit viel zu arbeiten. Ja, also, ja, vielleicht. Aber ich finde, das ist jetzt eine spannende Frau, sicherlich. Ja. Brauchst ja auch Leadership-Qualitäten und weiß nicht, wie ihre Markenaffinität zu sich selbst ist, aber Personal Branding betreibt sie natürlich auch. Ja. Super schön. Ich habe mitgeschrieben und werde mein Bestes geben. Okay, gut. Felicia, wir sind am Ende unseres Interviews. War super spannend und sehr, sehr sympathisch und informativ. Also vielen Dank für deine Zeit und ich würde gern dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben? Norman, du machst es mir nicht ganz leicht. Ja, sorry. Also ich glaube, glücklich in der heutigen Zeit ist man, wenn man ab und zu wirklich mal
den digitalen Offline-Modus wählt, also wirklich Detox. Das ist total gut, sich woanders hinbewegt, also wirklich, also weg auf persönliche Begegnung zu setzen oder vielleicht auch mal einfach eine schöne Aktivität hat, sich immer mal wieder diese Auszeit auch zu gönnen. Also ich finde das wirklich ein Allheilmittel oder einfach mal zu verreisen und das Handy dann aber einfach nicht mitzunehmen oder mitzunehmen, aber im Hotel zu lassen, hilft bei mir zum Beispiel so super. Ich war gerade erst in Griechenland und habe mich wirklich eisern daran gehalten, da nichts zu kommunizieren. Hm. Ich habe mich nach der Woche einfach richtig gut gefühlt. Das hilft und gesund essen. Ich entdecke gerade, dass man auch mal Salat essen kann, statt zu viel Produkte, die schokomäßig auf mein Brot kommen. Ne? Also das ist was mir sehr hilft und was ich nur raten kann. Ja. Super. Felicia, vielen Dank für das tolle Interview und deine Zeit. Ich danke dir und wünsche einen schönen Tag noch. Dir auch. Ciao. Tschüss.